Hallo Nina! Ich bin Maya von der Firma GNL. Ich bin bei uns zuständig für B2B-Kooperationen, Key-Account-Management, Design, Marketing, PR. Ich bin Nick Hug. Ich bin hauptsächlich zuständig für den ganzen Verkauf, den Aufbau von unserer Marke und okay, auch in der Entwicklung natürlich die ganze Sohlentechnologie, das Know-how von der Lauf- und Bewegungshaltung, das kommt von meiner Seite. Ich bin der Erik, ich bin zuständig für Produktion, für die Administration und für Web. Die Firma ist in 2008 gegründet worden und wir haben gerade am Anfang AG-Firma gegründet, weil wir verschiedene Aktionäre haben. Unsere Firma basiert eigentlich auf einem Nachfolgeprodukt. Der On ist eigentlich das erste Produkt gewesen, der Running-Schuh, den Erik, sein Vater, entwickelt hat und wo er dann an On das Patent weiterverkauft hat. Die guten Feedbacks, die Familie Brunschwiler dann bekommen hat vom On, hat sie dann bewogen, das zweite Patent auf der Basis von der geschlossenen Cloud vorzunehmen und daraus noch einen Freizeit-Alltagsschuh zu machen. Und Erik und ich, wir haben schon zusammen geschafft bei den Laufschuhen, bei den Running-Schuhen und sind dann, ich bin dann abgehauen zu On, habe dort den Verkauf aufbauen in der Schweiz und nach 6 Jahren Aufbau bei On hat uns dann eben Maya wieder einen Tisch gebracht. Der Erik hat mich schon vor 8 Jahren angefragt, könntest du unsere Schuhe vermarkten? Und ich habe mir gesagt, deine Technologie deine Technologie ist gigantisch, aber dein Schuh ist einfach nicht schön. Das war immer meine Aussage. Und so ist dann eigentlich entstanden, dass ich alle 3, respektive 4, an den Tisch geholt habe, mit dem Jürg zusammen. Und so haben wir dann wirklich den Schuh, die Idee von A bis Z neu zu machen, können umsetzen. Zu wissen, dass auch wenn du ein mega gutes Produkt hast, es wird kein Selbstläufer. Also du musst wirklich raus und deine Story bekannt machen und die Leute müssen wissen, dass es dich gibt. Du kannst nicht einfach irgendwie meinen, ich habe so ein cooles Produkt, jetzt lehne ich zurück und das Geschäft fängt einfach von selber an. Das ist nie so. Das habe ich müssen lernen, ja. Also bevor wir nochmal neu haben angefangen zu entwickeln, sind wir zu unseren besten Partnern, zu den Schuhfachhändlern. Und da haben wir vom Schneider in St. Gallen den Tipp bekommen, die nicht zu breit entwickeln, macht einfach Sneakers. Einfach und gemütliche, bequeme Sneakers. Und das haben wir uns zum Herzen genommen und umgesetzt. Also die Buchhaltung auf der unteren Stufe mache ich. Und dann haben wir natürlich den Peter, der das auf einem höheren Niveau macht. Ich würde sagen, ich mache die Abwicklung, den ganzen Admin. Also vom Lieferschein bis zu den Rechnungen. Also das Tool, das wir für die administrative Aufgaben einsetzen, ist Comatik. Das brauchen wir eigentlich für alles. Auch Lagerbewirtschaftung. Also wir haben einen italienischen Produzenten, wir müssen das Ganze in die Schweiz importieren. Das ist ein relativ einfacher Weg noch, braucht aber extrem viel Administration gleich hinten durch mit Logistik. Wir haben uns entschieden, dass wir noch nicht exportieren, also wir verkaufen nicht ins Ausland, wir arbeiten rein nur in der Schweiz im Moment. Ja, so fahren wir gut die Logistik ausgelagert, wirklich, dass wir uns auf unser Kernbusiness konzentrieren können. Mein Tipp für alle jungen Unternehmer ist, glaubt an euer Produkt. Überlegt euch vielleicht, hat es wirklich eine Marktberechtigung, wie gross dürft ihr denken und denkt vor allem extrem gross, weil das, was ihr könnt denken, das könnt ihr auch umsetzen und nachher einfach nur Vollgas geben. Bleibt wirklich hartnäckig, bleibt dran, bleibt an den Kunden dran, definiert euer Ziel, definieren und arbeitet auf das Ziel hin.
klar haben wir für dich, Nina, Insights. Wir haben hier bereits unsere nächste Produktion, die wir in 2 Monaten auf den Markt bringen. Und ja, das macht eine Firma aus, glaube ich. Man muss immer auf Draht sein und einen Schritt vorausdenken. Das bringen wir bereits auf den Markt, aber wir entwickeln bereits für 2018 weiter.